Sag uns in diesem Video hier auf dem Kanal und heute mal zu einem etwas anderen Video. Es geht heute nämlich nicht um FIFA 18 Ultimate Team, nein, es geht um Madden NFL 18. Ich habe angekündigt, dass dieses Game hier auch auf dem Kanal kommen wird und natürlich ist das auch der Fall. Wir gucken heute mal in Week 2 meines Franchises, das ich mit zwei Kumpels von mir spiele, also quasi mein Partner-Franchise. Sehr, sehr interessante Geschichte. Ich mit den Detroit Lions bereits mit einer Niederlage. Heute geht's gegen die New York Giants. Schauen wir doch mal, wie ich mich da so präsentieren werde. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung. IG Vault 6% Rabatt auf eure FIFA-Coins, aber auch Madden und so weiter und so fort. Natürlich auch PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben, wenn ihr irgendwie ein Madden Ultimate Team Packs ziehen möchtet, könnt ihr es auch dafür verwenden. Also checkt das auf jeden Fall mal aus, 6% mit dem Code MaxGamingTV, Merchandise und Instagram und Twitter, ganz wichtig, in der Videobeschreibung. MaxGamingTV heiße ich bei beidem. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr meine persönlichen Meinungen, persönlichen Bilder und so weiter und so fort sehen möchtet. Ich würde mich freuen. Wir gucken einfach mal generell hier rein, was so geht. Das nächste Spiel ist gegen die New York Giants, das werden wir heute spielen. Ich habe einen Coach gehired und zwar habe ich Thomas, ich habe keine Ahnung, wie heißt, T. Peter geholt, weil mir mein Offense-Coach zu schlecht war, beziehungsweise weil mir nicht gefallen hat, was der gemacht hat. Training ist complete und wir spielen im MetLife Stadium. Ich habe ein bisschen was gemacht am Kader, aber nicht allzu viel. Meine beiden anderen Kollegen benutzen die Kansas City Chiefs und die Jacksonville Jaguars und ich bin halt eben mit den Detroit Lions am Start mit Matthew Stafford und dazu Golden Tate the Third. Ja, an sich habe ich nicht viel verpflichtet. Ich glaube, was ich verpflichtet habe, ist in der Defense, oder sind in der Defense zwei Spieler oder sogar nur ein Spieler. Armstead habe ich auf jeden Fall geholt und ich habe, glaube ich, genau, Newsom als Free Agent noch geholt, damit ich auf der RLB-Position noch ein bisschen Potenzial bzw. mehr Möglichkeiten habe. An sich ist der Kollege Whitehead nicht so stark, aber ich habe halt einfach nichts, was ich traden kann und ich will meine Picks nicht wegtraden. Eventuell werde ich noch Robinson oder Washington abgeben, das kann durchaus noch sein, dass ich mir dafür halt eben noch einen guten RLB hole und dann eben doch noch einen Pick abgebe, weiß ich aber noch nicht ganz genau. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Tipps habt. Wir gucken ganz kurz einmal sowieso auf das Team, auf das Trade Center, ob ich da irgendwas machen kann. Mir ist nämlich das gerade aufgekommen mit den Defensive Tackles. Vielleicht kann ich da ja tatsächlich irgendwas tun. Vielleicht braucht ja irgendein Team ein Defensive Tackle und davon haben wir halt eben drei, wie wir gerade sehen konnten. Und dementsprechend könnten, wir haben sogar vier, und wir könnten dementsprechend einen abgeben und Spence wäre der, den ich da in Erwägung ziehen würde. Einfach weil der schon 25 ist, der Kollege ist 22, hat nur zwei weniger. Machen wir einfach mal. Mal sehen, ob irgendein Team Defensive Tackle braucht. Ich suche mal eben. Die Broncos, die Saints und die Titans bräuchten theoretisch einen Defensive Tackle, aber die, kann ich euch gleich mal ganz kurz zeigen, haben nicht so die Spieler, bei denen es passen würde, einfach weil die nur einen Defensive Tackle haben und die zweiten halt nicht so stark sind, beziehungsweise einfach zu gut oder zu teuer, denke ich mal. Die Bengals bräuchten theoretisch auch einen, zwar nur an fünfter Stelle, aber sie haben mit Ray einen, der 29 ist, aber einen besseren Overall hat. Ich bin da quasi fast jetzt ganz durchgegangen einmal. Also, die Broncos haben halt Von Miller, aber Von Miller ist der einzig Gute und ich habe halt kein Interesse an DeMarcus Walker. Die Browns brauchen keinen Defensive Tackle, zumindest nicht so nötig. Hier seht ihr auch, die haben alle nicht so wirklich den Bedarf dabei und dementsprechend habe ich mich jetzt halt eben entschieden, das Ganze mal zu versuchen mit den anderen, mit dem anderen Team, was ich euch gerade gezeigt habe. Ich habe schon wieder vergessen, welches es war. Ich könnte natürlich auch mit den Jaguars was versuchen, weil da immer mein Kumpel den hat, aber die haben halt auch nur einen wirklich und der zweite würde mir nicht direkt weiterhelfen. Dazu haben wir ja noch die Chiefs, aber die Chiefs haben sowieso keinen Bedarf auf der Position. Jetzt haben wir ja noch die Packers, theoretisch, aber bei den Packers haben die halt auch einen Defensive Tackle, der gut, RLB, der gut ist und dementsprechend ist das irgendwie ein bisschen unnötig. Hier haben wir, ne, die Raiders waren es gar nicht. Es waren, ich weiß gar nicht, welches Team es noch war, die Ravens vielleicht? Nein, die Redskins waren es definitiv auch nicht, die Saints waren es auch nicht. Ich habe die Saints, glaube ich, erwähnt, ne? Aber ich glaube, es waren nicht die Saints. Wenn ich das hier so sehe. Die Titans auf jeden Fall hätten theoretisch mit Orabko und Walden zwei, die interessant wären, aber die sind beide schon relativ alt. Und wenn, wollte ich Orabko haben und den würde ich halt nicht bekommen. Ja, deswegen werde ich es, glaube ich, tatsächlich mal mit den Bengals versuchen und da versuchen, mir Vincent Ray zu holen. An sich ist das interessant. Mal sehen, was die dazu sagen. Ich werde es einfach mal so submitten. Und es wurde schon accepted. Das ist sehr, sehr schön. Grundsätzlich ist Spence halt relativ jung gewesen und ja, wir haben jetzt einen sehr guten RLB bekommen dafür und das einfach mit einem relativ einfachen Trade sogar, was ich sehr schön finde. Die brauchten halt nur einen Defensive Tackle, jetzt haben sie keinen Ersatz mehr, aber ja, an sich ist das nicht so schlimm. Wir haben jetzt einen Defensive Tackle weniger, aber das ist auch nicht so dramatisch, weil wir halt auf beiden Positionen Ersatz haben und ja,
Gefällt mir. Jetzt haben wir mit Ray auf jeden Fall einen guten Oral-B. Wir haben natürlich mit dem Midlinebacker haben wir nicht so den besten mit 75 Overall, aber der ist Rookie und dementsprechend werde ich ihm noch eine Chance geben diese Saison. Ansonsten sind die restlichen Positionen ziemlich gut besetzt, da muss man nicht meckern. Natürlich haben wir hier auf der Wide Receiver 3 Position theoretisch noch Luft nach oben, aber auch das ist ein Rookie und auch dem möchte ich eine Chance geben. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, wir gehen ins Spiel gegen die New York Giants und da zeige ich euch die Highlights. Ich habe im ersten Spiel übrigens eine relative Klatsche bekommen gegen die 49ers, war es, glaube ich. Carson Palmer hat da einen ziemlich guten Job gemacht und hat mich ziemlich auseinandergenommen. Ich bin auch gar nicht gewöhnt an die Kameraeinstellungen und so weiter und so fort und auch nicht an allgemein das Spiel auf der Playstation und ich habe allgemein extrem wenig gespielt bisher in Madden. Dementsprechend alles noch ein bisschen sehr neu für mich, aber vielleicht werden wir es ja trotzdem hier irgendwie hinkriegen, dass ich gegen die Giants nicht so schlecht aussehe. Ich glaube, ich habe 37, 38 zu 25, 21, irgendwas mit 20 verloren. Also es war keine komplette Zerstörung, aber es war gerade defense-mäßig extrem, extrem schwach. Und das muss heute besser werden. Das ist das Ding mit dem Verteidigen, ich kann das nicht. Das ist so grauenhaft. Ich spiele übrigens auf All-Pro, ja, also auch nicht so leichter Schwierigkeitsgrad. Und ich habe halt noch kein Madden gespielt, Madden 18 überhaupt. Das ist das zweite Spiel, was ich insgesamt mache. Dementsprechend werde ich jetzt ziemlich rasiert in den ersten Spielen, denke ich mal, bis ich mich hier dran gewöhnt habe. Aber gut, das ist ja vielleicht auch mal ganz schön. Das ist ja vielleicht auch mal ganz realistisch, dass man nicht immer direkt den Super Bowl einzieht. Trotzdem wäre es ganz schön, wenn ich zumindest irgendwie mal ein paar Punkte machen könnte. Das war ein schöner Pass. Ihr seht übrigens auch die Kamera. Das ist für mich komplett noch neu alles, weil früher war das ja nicht ganz so herangezoomt und so weiter und so fort. Trotzdem ein guter Wurf von Stafford und ein guter Catch von, ich weiß gar nicht, wem, Ebron, genau, meinem Tight End. Ich bin halt normalerweise nur gewohnt, mit Gronk als Tight End zu spielen. Aber gut, gewöhnen wir schon mal. Ja, und das mal wieder ein Interception, weil ich nicht wusste, wie die Route ist. Hey, aber ich krieg die Interception gleich zurück. Und vielleicht kann ich daraus ja irgendwas machen. Nö. Aber immerhin. Auch mal. Und direkt von Ray. Direkt von unserem neuen Mann. Oh, crucial third down war das auf jeden Fall. Aber Ebron fängt das Ding mit der Tight End Attack. Ich habe auch Golden Tate geschickt. Aber da ich gesehen habe, dass Ebron da sehr frei durchläuft, war das jetzt ehrlich gesagt nicht nötig, da großartig auf den zu achten und zu versuchen, den Touchdown gleich zu machen. Ich hoffe, dass ich hier den Touchdown rausbekomme. Ja, wir sind zumindest sehr nah dran mit Golden Tate nach den Quickslants. Third and goal. Ganz, ganz bitter, dass ich jetzt mit beiden Läufen nicht reingekommen bin. Riddick hat es nicht geschafft. Das heißt, wir versuchen es wieder mit Quickslants und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich sonst tatsächlich... Ach, wir haben sogar so Ende vom ersten Quarter. Ich weiß nicht, ob ich sonst eventuell sogar aufs Ganze gehen würde. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das wäre ziemlich blöd. Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwie hier Golden Tate einzusetzen. Schauen wir mal. Sieht gut aus und das ist ein Touchdown. Und das ist sehr, sehr gut. Heieiei. So viel Gold heil und nicht, das ist Routine. Schöner Sack von Armstead. Das war eigentlich nicht so grandios verteidigt von mir wieder, weil ich wieder nicht wusste, welche Buttons ich smashen muss, weil das halt anders ist als letztes Jahr und anders auf der Xbox One. Aber sieht gut aus. Wieder ein schöner Sack und damit haben die einen 4. und 20, den sie definitiv punten werden. Und die Sache ist jetzt nur, kann ich daraus Kapital schlagen? Sehr schöner Lauf von Riddick. Injury Timeout, ich hoffe, das ist nicht bei einem meiner Spieler. Ich hasse die Injuries in diesem Spiel. Und mal sehen, bei wem es ist. Stafford auf jeden Fall mit dem Handoff und dann macht das Riddick sehr, sehr gut. Lässt sich erst hinter der Line of Scrimmage... Ne, das ist nicht der Scrimmage. Ich weiß gar nicht, wie die Linie heißt. Siehst du mal, was ich für ein Noob bin. Er lässt sich auf jeden Fall hinter der Linie erst runterziehen. Und somit haben wir die Chance, hier auf jeden Fall im zweiten Quarter noch einen Touchdown zu machen. Und es wird ein Touchdown. Es wird ein Touchdown, jawohl. Und zwar war es nicht Golden Tate, sondern es war... Ich habe keine Ahnung, wie der Name ist. Ich kenne die Namen von meinen Spielern noch überhaupt nicht. Es war... Ich habe keine Ahnung, wer es war. Here, Dwayne Harris. And he'll leave his way.
fast die ganze AWR zunichte gemacht, weil wir den hier so weit vorlaufen lassen. Vorn 40, 44 Yard Return. Geht gar nicht sowas. Bitter natürlich, dass ich jetzt wahrscheinlich noch einen Touchdown kassiere hier, weil ich es nicht geschafft habe, die weit genug von meiner Endzone zurückzuhalten und halt eben den Touchdown auch zu früh gemacht habe im zweiten Quarter. Tackle ihn, danke. Sackt ihn, Entschuldigung. So, third and goal. Wenn wir den verteidigen können, dann gehen wir zumindest mit einer Führung in die Halbzeitpause. Das wäre sehr, sehr schön. Allerdings bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, weil die dritten hat bisher der Manning immer sehr, sehr gut geworfen hier in diesem Spiel bisher. Und guck mal, wie frei der da läuft. Gott sei Dank, wir können ihn sacken. Sehr schön. Das heißt, es wird tatsächlich darauf hinauslaufen, dass wir mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Ah, schöner Move von... Och nee, nicht Injury jetzt. Nicht bei uns, bitte. Ich weiß auch nicht wieder, von wem es war. Ich kenne die Namen nicht. Riddick war es, unser eigentlicher Running Back. Anscheinend nicht die Verletzung bei uns. Ich werde übrigens nicht alle Spiele mal zeigen. Das denke ich mal relativ klar, weil ich halt täglich wahrscheinlich spielen werde und halt eben einfach nicht die Zeit habe. Aber es wird immer wieder Updates geben quasi und es wird, glaube ich, immer, wenn ihr irgendwas zu sehen bekommt, aus diesem Franchise hier sein, weil das sein wird, wo ich am meisten spiele. So, Golden Tate, jetzt geh mal ab, jetzt geh mal ab, jetzt geh mal ab, jetzt geh mal ab. Jawoll! Nein! Das ist wieder so eine typische dumme Entscheidung. Ich habe gerade einen dummen Fehler gemacht und dementsprechend habe ich jetzt 4. und 6 und habe einen 55-Yard-Field-Goal. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, das auszuspielen. Und das wird endet in der Interception. Ja, genial. Das war aber ein riesiger Scheißwurf. Oh, was tue ich? Und jetzt läuft gerade meine Rushing-Defense auch nicht mehr. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Ich hätte Field Goal wenigstens versuchen sollen. Es hätte wahrscheinlich aus 55 Yards nicht geklappt, wobei es nicht mal Wind gibt in diesem Stadion hier, in diesem Pod. MetLife Stadium, aber... Ja, und hinterher ist man immer schlauer, ne? Jawoll! Sehr, sehr geiler Sack von Gutter. Ah, herrlich. Damit haben wir jetzt 4. und 21. Das heißt, es wird ein Punt von New York. Und wir haben damit quasi unseren eigenen Fehler wieder gut gemacht. War natürlich klasse hier von Gutter, wie er über den Running Back gesprungen ist. Und damit haben wir jetzt die Chance, wieder nach vorne zu gehen. Übrigens, ich habe keine Ahnung, wie man bei Returns läuft. Ich komme nie über 25 Yards. Vielleicht hat irgendwer von euch einen Tipp, wie das geht, weil ich bin noch nie weitergekommen, glaube ich, seit ich Madden spiele. Den fängt er dann. Ich hatte gerade so einen viel einfacheren und das war natürlich ein Illegal Forward Pass, weil ich zu weit nach vorne gelaufen bin. Beim 3. und 18 kurz vor der eigenen Endzone. Na, man mag es nicht übel nehmen. War auf jeden Fall dumm. Jetzt werde ich aus dem Drive wieder keine Punkte machen. Oh, natürlich... Ja. Aber ich glaube, ich habe keinen neuen. Ja. Alles wieder kaputt gemacht. Alles wieder kaputt gemacht. Von 0 auf 0. Also, es ist so schlecht. Es ist unglaublich. Ich habe... Ja. Naja. All Pro halt. Ja, 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 ja. Okay. Dritten Versuch abgewehrt. Den Rush. Warum auch immer sie da gerusht sind. 4. und 4. Ich weiß nicht, ob sie es ausspielen werden. Oder ob es in 4... Sie werden es ausspielen. Das ist natürlich jetzt bitter. Das heißt, ich habe das Gefühl, da werden sie jetzt durchkommen. Hätten sie ein Field Goal gemacht, wäre es natürlich auch dumm für die gewesen, weil ich hätte die Uhr halt relativ runterlaufen lassen können und der kommt an und Odell Beckham Jr. Bringt mich in eine schwierige Situation, weil 2 Minuten für einen Touchdown bei meinem Spielstil, naja. Vor allem Field Goal würde nur zum Unentschieden reichen, das heißt zur Overtime und das will ich eigentlich nicht. Okay, wir kommen aber, es ist übrigens noch nicht End Goal, wir haben noch 3. und 12. Es sieht noch okay aus, also wir haben noch eine recht gute Ausgangssituation, wenn sie den dritten jetzt verkacken sollten. Aber es sind halt nur noch 2 Minuten, das heißt, wenn sie jetzt noch punkten, da muss ich auf jeden Fall ganz, ganz schnell machen. Und warum kriegen wir den erst so spät runter? Sie werden es jetzt ausspielen, das heißt, jetzt auf jeden Fall verhindern, dass ein Touchdown kommt. Oh, wenn der so frei steht. Wieso steht der so frei? sehr schön, wir haben es recht gut da gerade geschafft, weiter nach vorne zu kommen, dank Golden Tate, den werde ich jetzt mal mit der Hot Route auf Fade schicken, kommt nicht durch, aber der Pass hat geklappt, okay. Timeout. Ja, nein, doch! Oh, ich könnte kotzen. Ich
könnte legit kotzen. Den hatte er eigentlich. Den hatte er eigentlich. Aber ich habe Aggressive Catch gemacht. Oh, egal, eine Chance haben wir noch. Und ansonsten... Boah, das wird schwer mit dem Field Goal. Also ich muss jetzt eigentlich einen Raumgewinn zumindest machen. Oh. Fuck my life, ich bin so dumm. Konzentration war da. Wird's ein Field Goal? Oh, Gott sei Dank, es wird ein Field Goal. Aber die haben jetzt noch 1 Minute 13 nach vorne zu kommen. Das war halt auch schon wieder dumm. Aber es steht 17 zu 17. Das heißt, erstmal habe ich nicht verloren. Wenn man denkt, dass ich hätte gewinnen müssen, hätte ich diesen Dings einfach schlauer gespielt, dann ist das natürlich wieder bitter. Schöner Sack. Ein Injury Timeout. Hat sich jetzt Manning verletzt oder was? Sieht nicht so aus. Also ich kann aus diesem Spiel zumindest schon mal was ziehen. Und das ist, dass ich deutlich besser stehe defensiv als im ersten Spiel, wo ich noch komplett verkackt habe. Ich muss jetzt aufpassen. Am besten verkacken sie den jetzt, damit sie punten müssen. Tun sie. Und ich habe 50 Sekunden Zeit, ungefähr, Timeout. 50 Sekunden ungefähr, um noch irgendwie in Field Goal Range zu kommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll, aber vielleicht schaffe ich es ja. Möglich ist alles. Es ist noch ein weiter Weg. Es ist ein ziemlich, ziemlich weiter Weg in den 39 Sekunden, aber es ist machbar. Allerdings habe ich kein Timeout mehr. Das heißt, es muss jetzt irgendwas recht schnell funktionieren. Und zwar am besten laufen und First Down, das kriegen wir schon mal nicht hin. Aber das heißt jetzt automatisch, ich muss ins Auslaufen. Das heißt, ich brauche schnell, 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 schnell einen Pass, mit dem ich ins Aus komme überhaupt. Corners. Schnell, 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 schnell. War der complete? Der war offensichtlich incomplete, das heißt, die Uhr ist angehalten. Gut. Wie weit ist das Field Goal? 66 Yards. Das wird nix. Das heißt... Das heißt, Touchdown oder nix. Das heißt, Golden Tate macht sie auf den Weg. Oder ich spiele Elbron an. Ja, oder ich werde gesackt. No Huddle, schnell. Bringt alles nichts mehr, es muss ein Overtime. Wir haben gewonnen den Coinflip. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, wenn wir punkten, dieses Spiel zu gewinnen. Eieiei. Wir sind Spieler im dritten und vier. Ich habe schon wieder verkackt. Ich bin nicht gut darin, ein Spiel aufzubauen, wenn meine Strategie nicht klappt. Das heißt, dieser... Quick Slants muss jetzt ankommen, kommt da auch bei Golden Tate. Nein, 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 das Ding kommt an und ich sehe schon, dass Holding gegen die Offense war. Ja, toll, Wahnsinn, geil. Danke, Taylor Decker. Oh. Dann lässt er den fallen, Mann, das kann doch nicht sein. Ja, 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 falschen Knopf gedrückt, weil Xbox-Steuerung, ich wollte X auf Xbox, also Viereck gedrückt, obwohl ich eigentlich X auf der PlayStation drücken wollte. Aber das Ding kommt irgendwie bei Golden Tate an und es klappt und wir haben den Touchdown und damit gewonnen. Was für ein Drama, ey. Halleluja. Sieht übrigens geil aus, die Grafiken dieses Jahr sind einfach Hammer. Das war doch mal ein sehr interessantes, ein sehr spannendes erstes Spiel hier auf YouTube. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Video. Mal sehen, wo es beim nächsten Mal weitergeht, mal sehen, wo wir das nächste Mal stehen werden. Ich bin auf jeden Fall bereit, um für die nächste Woche quasi. Und mal sehen, dann geht's gegen die Falcons, mal sehen, wie ich das so spielen werde. Wenn ihr Tipps habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, haut rein. Und ciao.